Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ghost Trick Phantom Detective. Wir setzen das Spiel direkt mal fort und wir machen mit Kapitel 4 weiter um 8:23 Uhr. Nachmittags natürlich, also was heißt nachmittags? Abends, 20:23 Uhr zu deutscher Zeit. Und was ist beim letzten Mal passiert? Das Schicksal eines Menschen zu ändern ist nicht einfach. Insbesondere dann, wenn das Schicksal der Tod ist. Die Situation am anderen Ende der Leitung ist ziemlich genau das, was ich erwartet habe. Bis auf eine Kleinigkeit. Ah ja. Nein! Lin! Halte durch, Baby! Oh, da ist der Taubentyp wieder. Scheinbar hat sie so einen Mistkerl vom Schutthaufen da draußen aus erschossen. Lassen Sie mich mal sehen. Vielleicht kann ich etwas. Sorry, aber das kann ich nicht zulassen, Taubenmann. Ich inspiziere und Sie stehen vor. Sie haben Ihren Job und ich habe meinen. Tun wir beide also das, was wir am besten können. Wie wäre das? Ach so? Nun, ich meine dazu Folgendes. Was für ein Profi Sie sind. Was für ein Profi sind Sie, wenn Sie zulassen, dass sie direkt vor Ihren Augen erschossen wird? Ich. Tun Sie doch, was Sie wollen. Ich halte mich daraus. Neue Informationen wurden hinzugefügt. Ja, anscheinend ist Lynn schon wieder tot. Das zweite Mal an diesem Abend. ja, das soll noch mal einmal sagen, dass sie irgendwie Glück hat. Nein, das hat ja keiner gesagt. Egal, ich habe gerade irgendeinen Blödsinn gelabert. Vergesst, was ich gesagt habe. Erfreut euch lieber an der netten Taube oben auf dem Kopf von ihm. Cool. Irgendwie mag ich den Typen. Ich weiß aber noch nicht, wer das ist. Und da ist der komische Doktor. Was will der denn jetzt hier? Doc! Warum haben Sie so lange gebraucht? Legen Sie mal einen Zahn zu! Wer sind Sie eigentlich, dass Sie mich so anbrüllen? Jetzt lassen Sie mich mal das Opfer sehen. Auch ohne hinzusehen weiß ich, dass sie tot ist. Das ist ihr zweiter Tod heute Nacht, um ganz genau zu sein. Trickzeit, ja. Dann, wir wissen ja, was wir tun müssen. Wir werden jetzt erstmal. Boah, leck das. Wir werden erstmal runter. Hallo? Na, dann halt nicht. Wir werden. Oh, ein Notizbuch. Moment, das möchte ich mal eben untersuchen. Was ist das für ein grellrosa Notizbuch? Jemand hat es achtlos hinter das Bücherregal gesteckt. Vielleicht versteht der Vorsteher das unter Aufräumen. Hey, sowas verstehe ich auch unter Aufräumen, aber vergessen wir das. Was ist, Doc? Können Sie sie retten? Sie atmet nicht. Ah, oh, ich glaube ja nicht. Aber dafür sind wir ja da, ne? Ich bin leider kein Wunderheiler. Wir können nur noch den verfluchen, der sie erschossen hat. Lin, wie konnte ich das nur zulassen? Mach dir mal keine Gedanken. Ich werde mal dafür sorgen, dass wir hier. Ich komme nicht ran. Dann halt so. Ja, ich kann auch darunter, aber da möchte ich jetzt noch nicht hin. In den Raum darunter werden wir später sowieso mal kommen. Erstmal begeben wir uns zu Lin und gucken, dass wir sie von den Toten zurückholen. Beziehungsweise ihren Mord verhindern. Ach, auch dieses Mal bewusstlos? Wo bin ich? Sie kommt zu sich. Was ist mit mir passiert? Entschuldigung, ignorierst du mich? Oh, tut mir leid. Ich bin es einfach noch nicht gewohnt, mit den Toten zu sprechen. Den Toten? Oh, dann bin ich also tot? Ich kann mich beim besten Willen nicht erinnern, wer ich bin. Sie erinnert mich an mich. Wer bin ich? Alle nennen dich Lin, falls dir das weiterhilft. Lin, ha? Süßer Name. Und du bist wohl Kommissarin. Kommissarin? Also so eine super coole Polizistin, die Verbrecher jagt und für Gerechtigkeit sorgt? Ah, das klingt nach einer sehr subjektiven Beschreibung, aber ja, so eine Kommissarin. Hey, warte mal. Erinnerst du dich an etwas? Wir haben keine Zeit zu verlieren. Was? Etwas sehr Merkwürdiges geht heute Nacht in dieser Stadt vor. Ich glaube, das ist der falsche Körper. Ja, was das Merkwürdige angeht, hat sie durchaus recht. Das ist nicht dein Gesicht. Schau nochmal genau hin. Du bist die Tote. Oh, ja, natürlich. Wäre auch schlimm, wenn ich so aussehe, oder? Boah, ist gemein. Ich weiß nicht, ob schlimm hier das richtige Wort ist. Ja, das ist schon besser. Ja,
Das sieht schon besser aus. Etwas sehr Merkwürdiges geht heute Nacht in dieser Stadt vor. Könnte das etwas mit meinem Tod zu tun haben? Sag mal, was geht heute Nacht in dieser Stadt vor? Frag mich nicht. Hä? Ich kann mich an nichts erinnern. Vielleicht liegt das daran, dass ich tot bin. Es ist alles so verwirrend. Kannst du nichts dagegen tun? Hey, da fragst du den Falschen. Aber es gibt etwas, das ich dich fragen muss. Ah ja, fragen wir erstmal bei mich. Ach ja, vielleicht wird das jetzt vielleicht für euch bisher nach den ersten drei Kapiteln so erscheinen, dass dieses Spiel sich nicht wirklich auf ein Thema fokussiert und irgendwie die ganze Zeit hin und her springt, einfach um das Spiel zu verlängern und immer irgendwie andere neue Schauplätze hat. Das ist aber nicht der Fall. Die Schauplätze und was wir bisher erlebt haben, wird alles am Ende zusammenführen. Also macht euch da mal keine Gedanken. Das wird noch sehr interessant. Also Ghost Trick ist echt eines meiner Lieblings-DS-Spiele und das liegt hauptsächlich an der Story, weil die Story einfach... Sie ist total verrückt und durchgedreht, aber sie ist großartig. Also seid gespannt. So, wir fragen erstmal ein bisschen was über mich, ne? Ich suche nach Antworten auf die Frage, wer ich bin und warum ich ermordet wurde. Weißt du vielleicht etwas, das mir weiterhelfen kann? Bis jetzt weiß ich nur, dass mein Name Sissel ist. Dein Name ist Sissel? Ich glaube es. Irgendwas klingelt jedenfalls bei dem Namen. Ich glaube, ich wurde heute Nacht getötet, als ich mich mit dir getroffen habe. Also musst du mich wohl kennen, glaube ich. Ich habe mich mit dir getroffen? Ja, draußen auf dem Schrottplatz. Ah, Flashback. Ja, es dämmert mir. Ich erinnere mich. Ja, ich wusste es. Ich wusste, dass du mir einen Hinweis geben kannst. Aber es tut mir so leid. Ich glaube, ich kann dir nicht helfen. Warum nicht? Weil ich dich nicht kenne. Wie, was meinst du? Du hast doch gesagt, du erinnerst dich an mich. Nein, ich sagte, es dämmert mir und es dämmerte mir, dass ich dich nicht kenne. Oh nein. Na gut, das hat uns jetzt nicht weitergebracht. Oh, wir haben einen weiteren Punkt, aber ich frage erstmal über Lins Tod. Ich bin also gestorben. Ja, es tut mir sehr leid. Wie konnte das passieren, wo ich doch endlich meine Prüfung dieses Jahr bestanden habe? Meine Karriere als Verbrechensbekämpferin hatte doch gerade erst begonnen. Oh, guck mal, sie weint, arme Lin. Und jetzt schau nur, warum musste ich gerade auf so einem alten Schrottplatz sterben? Ach, armes Kind, sie scheint die Lage langsam zu begreifen. Und dann habe ich ihr alles erzählt, was heute passiert ist. Geistertricks, das in Besitz nehmen und manipulieren von Gegenständen. Und wie man zur Zeit 4 Minuten vor dem Tod zurückkehrt. Offen gestanden bist du heute nicht zum ersten Mal gestorben. Du wurdest heute schon einmal erschossen. Und du hast mich gerettet? Genau. Erinnerst du dich nicht? Ich glaube, mich zu erinnern, dass heute so etwas passiert ist. Zumindest ganz dunkel. Ja, ich wurde erschossen von einem blauen Mann in einem schwarzen Anzug. Also scheint eine Erinnerung zurückzubleiben, obwohl der Tod verhindert wurde. Gut zu wissen. Also bin ich heute schon 2-mal gestorben. Ich wüsste gerne, was ich ihr sagen soll. Vielleicht sollte sie sich erst etwas erholen. Hey, das ist bestimmt ein neuer Rekord, oder? Ja, wahrscheinlich schon. Sie hat sich wohl schon ziemlich gut erholt. Ja, Lin ist auch ein toller Charakter. Sie wird auch noch einige Male sterben in diesem Spiel, das kann ich euch verraten. Also, so viel sei gesagt, das ist jetzt noch kein zu großer Spoiler. Aber, seid gespannt. So, also, kennst du mich nicht? Nein, ich wünschte es. Also, meinst du, dass wir nur 2 Fremde sind, die sich zufällig nachts getroffen haben? Na, bestimmt nicht. Das war sicher kein Zufall. Warum sollte ich mich ohne Grund hier mitten im Nirgendwo aufhalten? Ich wurde gebeten, heute hierher zu kommen. Gebeten? Von wem? Kannst du dir das nicht denken? Du machst Scherze. Du meinst... Bingo, von dir. Ich habe dich gebeten, hierher zu kommen, aber warum? Das sollte ich wohl dich fragen. Warum hast du mich hierher gebeten? Hier draußen, mitten ins Nirgendwo? Du machst doch Scherze.
Das weiß ich natürlich nicht. Es ist alles so verwirrend. Kannst du nichts dagegen tun? Nein, ich kann immer noch nichts dagegen tun. Genau, Lynn. Ich will ja nicht sagen, dass du mir etwas schuldest, aber kann ich dich um etwas bitten? Warum? In den nächsten 4 Minuten wirst du wahrscheinlich wieder zum Leben erweckt. Wenn das passiert, kannst du dann etwas über mich herausfinden? Bis morgen früh? Wer ich bin und warum ich getötet wurde? Es tut mir sehr leid, aber das kann ich dir nicht versprechen. Aber warum nicht? Ich kann mich gerade nicht genau erinnern, aber ich habe heute einen Fall untersucht und dieser Fall ist mir sehr, sehr wichtig. Also, auch wenn ich wieder lebe, werde ich kaum Zeit haben, etwas über dich herauszufinden. Ich weiß, es ist schrecklich, das zu jemandem zu sagen, der mir schon einmal das Leben gerettet hat. Es tut mir sehr, sehr leid. Ja, ich verstehe. Zu schade. Aber ich werde dich trotzdem bitten. Worum willst du mich bitten? Mich zu retten. Obwohl ich dir wahrscheinlich nicht helfen kann. Ja, das machen wir doch selbstverständlich. Ich meine, du bist unsere einzige Anhaltsstelle. Selbst wenn wir dich nicht retten würden, dann hätten wir gar keinen Punkt mehr, wo wir suchen könnten. Von daher, ich weiß, das ist selbstsüchtig. Ich entschuldige mich aufrichtig. Aber ich darf nicht sterben. Noch nicht. Nicht so. Ich untersuche heute etwas sehr Wichtiges. Vielleicht war das der Grund, warum ich getötet wurde. Aber ich will den Fall trotzdem lösen. Verstehst du? Habe ich dir nicht gerade gesagt, dass du mir nichts schuldest? Hä? Ich werde dein Leben sicher nicht als Tauschobjekt missbrauchen. Ich werde dich retten. Was du dann machst, ist deine Sache. Ach, vielen Dank. Also, bereit zurückzukehren? Zurück zur Zeit 4 Minuten, bevor du erschossen wurdest? Aber Logo, wir drehen die Zeit zurück und dann wollen wir doch mal sehen, ob wir den einen Schritt voraus, was war sein Name noch, keine Ahnung, Typen, einen Schritt voraus sein können. Lynns zweiter Tod. Ich reise wieder zurück zu der Zeit, ich lerne heute auch wieder zu reden. Ich reise wieder zurück in der Zeit, um ihr Schicksal umzuschreiben. Angesichts der Umstände hätte sie einfach lügen und versprechen können, mir zu helfen, aber das hat sie nicht. Jetzt weiß ich, dass ich ihr vertrauen kann. 4 Minuten vor dem Tod. Wartegebäude, das Büro des Vorstehers, bla. Ah, da ist das rosa Notizbuch, das uns gerade eben schon aufgefallen ist. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Jawohl. Aha. Kommissarin, alles in Ordnung? Ich hatte Hunger, also habe ich versucht, mir etwas liefern zu lassen. Was? Tun Sie doch so etwas nicht. Warum denn nicht? Oh, tut mir leid. Ja. Er passt überhaupt nicht auf. Solche Aufgaben sollten Sie mir überlassen. Wie wäre es mit Hühnchen? Steht da jemand vielleicht auf die rothaarige Schönheit? Einmal Huhn, bitte. Mit Federn und Schnabel und allem drumheran. Oh, schon gut. Ich habe gar keinen Hunger mehr. Ich möchte gerne für 1 Minute zurück aufs Revier. Tut mir leid, aber das kann ich nicht zulassen. Inspektor Cabanela ist auf dem Weg. Er ist jeden Augenblick hier. Oh, da ist er schon. Oh, tanzt natürlich hier rein. Mit einer Pirouette. Der ist großartig, der Kerl. Total exzentrisch, aber großartig. Na, Abend, Wachtmeister. Guten Abend, Inspektor Cabanela. Gute Arbeit. Jetzt tu mir einen Gefallen und geh eine Runde nach draußen, ja? Braves Kerlchen. Ja, Inspektor. Oh, da muss er gehen. Hey, wie geht's, Baby? Inspektor Cabanela, was tun Sie hier? Ich dachte, die Sonderkommission hat heute Nacht einen wichtigen Auftrag. Na, was macht das schon, wenn meine liebe Lynn in der Klemme steckt? Das weiß ich sehr zu schätzen, Inspektor. Aha. Nanu? Warten Sie, haben Sie Klemme gesagt? Sagen Sie nicht, dass ich verdächtigt werde. Verdächtigt, den Mann mit den spitzen Haaren in dem roten Anzug erschossen zu haben? Ich meine, ich habe den Kerl noch nie zuvor gesehen. Nie, Baby. Oh, nun, ich...
Vor heute Abend, meine ich. Er hat mich gebeten, ihn hier zu treffen. Er sagte, er hatte Informationen zu dem großen Fall, an dem ich arbeite. Er hat mich kontaktiert. Ich verstehe, aber es ist schon komisch, oder? Ich habe mir die Liste der Fälle angesehen, die dein Revier derzeit bearbeitet, und laut dieser bist du an keinem großen Fall beteiligt. Keine Sorge, ich verdächtige dich nicht, Baby. Ich will nur etwas Licht ins Dunkel bringen. Du bist nicht der Typ, der jemanden erschießt. Hey, wer kennt dich besser als ich, Baby? Weißt du, wenn dir etwas zustoßen würde, ja, dann könnte ich ihm nie mehr in die Augen sehen. Wer ist ihm? Inspektor Cabanela, ich möchte Sie etwas fragen. Yeah, und was dann? Und was denn? Ich möchte, dass Sie ehrlich antworten. Ist es heute Nacht? Passiert es heute Nacht? Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst, Baby. Runter! Tja, zu spät. Hätte ihn doch nur früher bemerkt. Baby, wie es scheint, wirst du tatsächlich verdächtigt. Von Inspektor Cabanela? Nein, so ist er nicht. Nur fürs Protokoll. Hast du mich erschossen? Ich? So etwas würde ich nie tun. Nun, wie es scheint, hat der Auftragsmörder von außen geschossen. Es wird jedoch schwer, die Kugel am Eindringen zu hindern. Wir sollten unserem 4-Minuten-Spiel trotzdem eine Chance geben. Ja, ich bin gespannt. Entweder müssen wir jetzt drinnen irgendwas machen oder wir müssen irgendwie rauskommen. Aber wie machen wir das? Mal schauen. Was haben wir denn erstmal? Weißt du was? Ich habe eine Idee. Der Typ hat mich von außen erschossen, richtig? Ja, sieht so aus, ja. Statt die Kugel aufzuhalten, sobald sie hier drin ist, wäre es nicht lustiger, den Typen vom Schießen abzuhalten? Sie findet das lustig? Okay, cool. Sympathische Person. Lustig, sagt sie mit glänzenden Augen. Oh je. Du kannst dich mit dem Telefon fortbewegen, oder? Ja, und ich kenne auch die Nummer des Münztelefons am Schrottplatz. Aha. Ich will nicht wieder erschossen werden. Aller guten Dinge sind drei, gilt hier irgendwie nicht, verstehst du? Na, mach dir mal keine Sorgen. Und überhaupt, Redewendungen waren noch nie mein Fall. Aber das mit dem Telefon ist eine gute Idee. Ich sollte es probieren. Machen wir das doch mal. Mal schauen. Wir sind hier und wir wollen zum Telefon. Gut, da kommen wir nicht hin. Trittleiter bewegen ist natürlich offensichtlich nicht der Fall. Das ist die falsche Richtung. Aber was haben wir denn hier? Ein Mikroskop untersuchen, Fotos und... Ja, komm, gucken wir uns die mal eben an. Wir haben ja Zeit. Diese Bilder sind alt. Was ist da drauf? Kleine Steinsplitter? Und die Splitter leuchten. Weißt du, was das ist? Ohne mein Gedächtnis bin ich vielleicht nicht gerade der ideale Ansprechpartner. Na, schon gut. Ich wollte nur höflich sein. Ich habe nicht gedacht, dass du es weißt. Autsch. Die Dame kann eine ganz schön spitze Zunge haben. Ich kann deine Gedanken hören. Schon vergessen? Ich weiß. Dann ist ja gut. Ja, ja, bla bla. Awkward. Was ist denn im Mikroskop? Was ist unter dem Mikroskop? Was kann das sein? Sieht aus wie ein übergroßer Nagelklipser. Findest du? Weißt du, was das ist? Warum hast du mich gefragt? Hast du mein ratloses Gesicht nicht gesehen? Hä? Das ist so eine Art Forschungsdings für Forscher. Normale Leute wie wir müssen nicht wissen, was das ist. Na, dazu kann ich nichts sagen. Ich erinnere mich nicht, was Forschung ist. Aber offensichtlich mag Lynn es nicht besonders. Na gut, dann kommen wir hier nicht weiter. Vielleicht können wir die Trittleiter in die andere Richtung noch mal ein Stück weiter bewegen. Ansonsten... Wobei, Moment. Die wirft doch jetzt ihr rosa Notizbuch da rein. Dann kommen wir auch wieder hoch, ne? Ah, okay. Tun Sie doch so etwas nicht, bla bla. Ich hole dir Hühnchen. Huhn. Komm, mach hin. Ich will mich wieder bewegen können. Ich kenne das doch alles schon so. Na, komm schon. Rosa Notizbuch und Schreibtischlampe und Telefon und bla und hast du nicht gesehen. So, Hühnchenparadies. Oh, hallo? Sie wollen Hühnchen? Wir haben Hühnchen. Einmal Huhn, bitte. Wollen Sie das Brathähnchen-Spezialmenü? Oh, schon gut. Aber das ist interessant. Wir haben schon wieder eine neue Nummer, die jetzt anscheinend noch überhaupt nichts mit unserem Fall zu tun hat. Und ich werde erstmal hierbleiben, denn das bringt mir nichts, darüber zu wechseln.
Das hat anscheinend nichts mit unserem Fall zu tun, aber wir kommen da trotzdem später noch hin und es wird einen Zusammenhang haben. Das verspreche ich euch, Leute. Wartet's ab. Außerdem, Hühnchen ist lecker. Ich meine, tut mir jetzt natürlich leid für die Veganer und Vegetarier unter euch. Zuschauern, kann ja sein, dass da jemand ist. Ich mag Hühnchen, und ja, ich esse es gerne. So, Es ergibt keinen Sinn, jetzt zum Restaurant zu gehen. Stimmt, Turtuk essen kein Hühnchen. Das meinte ich nicht. Der Ort, an dem wir jetzt sein sollten, ist draußen beim Schrottplatz, wo der Mörder lauert. Und dahin kommen wir nur über die Telefonleitung. Ja, dann machen wir das doch mal. Hier, Trick, komm, wählen. Ah, das ist komisch. Was ist? Dieses Telefon scheint nicht zu funktionieren. Normalerweise leuchtet die Leitung rot, aber jetzt ist sie dunkel. Was? Scheinbar können wir in der 4 Minuten vor dem Tod Welt das Telefon nicht immer benutzen. Oh, das ist doof. Du machst Scherze, oder? Solange die Leitung geschlossen ist, können wir nirgendwo hin. Aber ich will diesen Verbrecher aufhalten. Das ist doof, da müssen wir uns das andere suchen. Moment. Vielleicht können wir hier irgendwas machen. Ich schalte mal die Lampe ein. Ey, ich sagte, ich schalte die Lampe ein. Und wenn ich jetzt... Vielleicht kann ich seine Aufmerksamkeit auf dieses komische Tagebuch locken. Machen wir das mal. Rüber und jetzt schalte die Lampe an. Komm. Moment, was ist das da oben? Ah, da komme ich nicht dran, schade. Licht. So. Ha? Vielleicht... Das muss Lins Notizbuch sein. Hey, warte mal. Ja. Sie hat ja was vorgegaukelt. Merkst du das erst jetzt? Ich dachte, sie übte einen Tanzschritt, als ich reinkam. Meinst du, sie hat sich was von Cabanela abgeguckt oder so? Oder möchte mehr wie er sein? Nein, das war definitiv verdächtig. Kein Zweifel. Das sollte ich melden. Wie kann ich nur telefonieren, ohne dass sie es merkt? Warum musst du telefonieren, ohne dass sie es merkt? Moment. Aber, vielleicht... Ja, die Leitung ist rot. Seht ihr, dass sie leuchtet? Das heißt, wo auch immer er jetzt hin telefoniert, kann ich durch. Was ist los? Ich habe auf Lynn aufgepasst, wie sie es befohlen haben. Und etwas Verdächtiges bemerkt. Wirklich? Dann hat Inspektor Cabanela recht. Sie hat ihr Notizbuch versteckt, als ich reinkam. Ihr Notizbuch? Hä? Jawohl. Auf höchst verdächtige Weise und an einem höchst offensichtlichen Ort. Noch etwas? Mal sehen. Es ist rosa und es ist ein Notizbuch. Noch etwas? Mal sehen. Ja, jetzt fällt es mir ein. Sie hat das Telefon benutzt, als ich reinkam und sprach von ihrem Notizbuch. Okay, es kommt später jemand. Lassen Sie sich ja nichts anmerken. Halt. Ich will da durch. Hey, schau nur. Die Leitung leuchtet rot. Wenn wir es jetzt probieren, funktioniert es bestimmt. Ja, das glaube ich auch. Der Kommissar, mit dem er spricht, ist draußen am Schrottplatz. Und genau da ist auch der schreckliche Mörder, der hinter mir her ist. Ja, da natürlich wollen wir dahin wechseln, denn wir müssen irgendwie den Typen aufhalten. Uiuiui, leckt das. Glücklicherweise nur in dieser Geisterwelt, in dem Roten. Und auch noch so, dass es spielbar ist. Also ich habe gestern noch versucht aufzunehmen, da hat es aber wirklich so stark geleckt, dass es eine Aufnahme unmöglich war. Aber jetzt läuft das relativ flüssig, das ist ganz gut. Also da hat auch der Sound geleckt und alles und das war einfach furchtbar. Ich habe auf dich gewartet, Ray. Huch, was bist du? Eine Schreibtischlampe, die wie ein Opa klingt? Sag einfach Ray zu mir. Opa Ray. Du kannst dir über das Opa nicht verkneifen, was? Wir sind Seelen. Wir können jede Form annehmen, die wir wollen. Also hast du nicht vor, uns zu zeigen, wie du wirklich aussiehst, oder? Wie dem auch sei. Zu dem Schuss, der dich das Leben gekostet hat. Ich habe ihn in dem oberen Bereich gehört, ein paar Minuten in der Zukunft. Moment. Das heißt, wir treffen... Der Auftragsmörder bereitet wahrscheinlich gerade sein Gewehr für. Das heißt, wir treffen Ray jetzt in der Vergangenheit und er weiß, dass wir gerade selbst in der Vergangenheit sind und kann sich an das erinnern, was in der Zukunft passiert. Sehr interessant. Die Lampe wird immer mysteriöser. Der Auftragsmörder bereitet wahrscheinlich gerade sein Gewehr vor. Ja, das hatten wir gerade schon. Okay, ich gehe rein. Ich werde ihn mit diesen Geistertrick-Dingern schon erledigen. Ah, tut mir leid, junge Dame, aber du hast diese Kräfte nicht. Was? Warum nicht? Ich weiß leider nicht, warum. Aber nur einige Besondere erhalten die Kräfte der Toten. Oh, ich möchte später auch solche Kräfte haben. Was soll das heißen? Ich bin nichts Besonderes? Das ist unfair. Wie auch immer. Wir haben nur wenig Zeit. Ach, da liege ich immer noch auf dem Sessel. Ach, der schöne Sessel. Komm schon, los geht's.
Ey, das kann man ja noch. Okay, wir haben noch genug Zeit. Ja, ja, tanzt du mal weg hier. Weitergemacht, Jungs. Schicksal verändert. Naja, nicht großartig. Oh, warte mal. Ich möchte erst die Gedankenballase lesen. Dieser schreckliche Mörder, der mich verfolgt, ist oben, oder? Ja, offensichtlich. Oder anders gesagt, wir können ihn nicht aufhalten, wenn wir hier unten bleiben. Na dann los. Noch einmal erschossen zu werden, klingt nicht gerade verlockend. Da hat sie wohl recht. Nach oben sind wir ja schon mal gegangen, das dürfte kein Problem sein. Wir wissen jetzt, wie das funktioniert. Einfach hier so ein bisschen hoch über Ray und das Klappbett. Warum das wieder unten ist, weiß ich jetzt zwar nicht, aber egal. Das soll uns jetzt nicht weiter stören. Hauptsache, wir kommen nach oben. Moment, muss ich den Mixer einschalten? Ja, natürlich muss ich ihn einschalten. Vor allem, diesmal kommen wir sofort zum Mixer. Mussten wir nicht vorher über den Reifen gehen irgendwie so? Naja, egal. Hauptsache, wir kommen nach oben. So, ab in die Fahne. Und, jawohl, ich wollte gerade sagen, hä, passiert jetzt nichts, komme ich nicht nach oben, muss ich mir einen anderen Weg suchen, aber dann hat es ja glücklicherweise funktioniert. So, wir sind sogar noch vor Cabanela hier oben. Geschafft, jetzt müssen wir diesen schrecklichen Mann zur Strecke bringen. Er muss sich hier irgendwo auf den Schuss vorbereiten. Wir haben keine Zeit, wir müssen ihn schnell finden. Ich werde schon dafür sorgen, dass er lernt, was mit Leuten passiert, die auf andere schießen. Und dieses Funkeln in den Augen lässt keinen Zweifel zu. ja, bloß die Frage ist, wo hat er sich versteckt? Ich meine mich zu erinnern, dass das irgendwo hier war. Aber, naja, mal schauen. Ich kann den Scheinwerfer ausschalten. Bringt mir das irgendwas? Anscheinend nicht. Moment, er fährt mit dem Fahrrad darüber. Was zum... Warum fährt er diese kurze Strecke mit dem Fahrrad? Naja, whatever. Oh nein. Nein. Ich glaube, ich habe gerade verpasst, meine Chance darüber zu kommen. Ich hätte wahrscheinlich in das Fahrrad reingemüsst. Und ich glaube, gerade hat sich der Emulator aufgehängt. Das ist nicht so schön. Wir können noch einen Moment warten und probieren, ob es dann weitergeht. Ansonsten habe ich jetzt ein kleines Problem und es scheint nicht so, als ob es noch weitergehen würde. Also würde ich mal sagen, ich mache hier einen kurzen Schnitt und wir sehen uns dann später wieder, hoffe ich. Naja, bis denn. Ciao.